So, leise, noch leise, langsam. Und jetzt habe ich dich. Mist. Schon wieder ist der Mümmelmann weg. Diese Hasen sind hier einfach zu schnell für mich. Apropos Hase. Benedikt, Gottfried, kennt ihr eigentlich die Geschichte Hoppel und das Zahnkraut? Nein? Na, dann erzähle ich sie euch jetzt. Und herzlich willkommen zum sechsten Hoppelteil. Na, seid ihr auch schon so gespannt wie ich? Nun, wie ihr ja bestimmt wisst, mussten Hoppel und Ottilie die Osterinsel verlassen und leben jetzt auf einer ganz neuen Insel. Doch auch da gibt's Probleme. Und wie der Zufall so will, bekommt Hoppel arge Zahnschmerzen. Ganz klar, dieses Problem muss gelöst werden. Aber wie? Schließlich ist Hoppel kein normales Tier, sondern der Osterhase persönlich. Wie diese wundersame Geschichte zu Ende geht und weitergeht, das seht ihr jetzt in Hoppel und das Zahnkraut. Viel Spaß dabei! Hallo. Nanu, ich habe euch gar nicht reinkommen hören. Nun, wie immer heiße ich, Meister Matuschek, euch herzlich willkommen in meinem Spielzeugladen. Nun, eigentlich erzähle ich ja immer Geschichten, hauptsächlich über Hoppel und Ottilie, aber heute kommt ja keiner und... Oh, da kommt ja doch einer. Ach, hallo Fritz. Hallo, Meister Matuschek, wie geht's mir stets? Ja, ganz gut. Hast du noch eine Geschichte für mich? Ich habe mir schon gedacht, dass du das fragst. Und naja, seit dem letzten Mal musste ich mir eine Geschichte überlegen. Genau. Und wie geht's weiter? Nun, weiter geht es zumindest auf einer neuen Insel. Denn wie du weißt, haben ja Hoppel, Ottilie und der Wassermann Nepti ihre Osterinsel verlassen müssen. Und jetzt sind sie auf einer ganz, 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 ganz neuen. Und was passiert da? Nun, da gibt es natürlich auch Abenteuer. Natürlich auch zusammen mit ihrem Freund, dem Wasserdrachen. Ja, jetzt komm doch bitte mal auf den Punkt. Ich bin doch schon richtig gespannt. Seit Tagen kann ich nicht schlafen, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Na, also gut. Ja, mal überlegen, das ist schwer. Wo fange ich denn da an? Mahlzeit. Nanu? Ach, da komme ich ja wohl richtig. Zur neuen Hopple-Geschichte, wie es ausschaut, nicht wahr? Ja, also wenn es euch nichts ausmacht, dann bleibe ich wie immer hier stehen und lausche deinen Geschichten.
Meister Matuschek. Denn ich will ja schließlich auch wissen, wie die Geschichte weitergeht. Na dann, leg mal los. Natur, die schöne warme Sonne und vor allem die Stille hier. Aua, aua, aua. Hä? Was? Moment, das letzte nehme ich wieder zurück. Wer schreit denn da so? Aua, aua. Hoppel, Hoppel, hast du jetzt gerade so geschrien? Ja. Warum das denn? Was ist los? Ich habe Zahnschmerzen, ganz, ganz dolle. Und ich weiß nicht, wie ich sie wegkriegen soll. Wie? Zahnschmerzen? Durch was hast du denn Zahnschmerzen bekommen? Durch viel, zu viel Zucker. Was? Durch viel zu viel Zucker. Der Witz war gut. Du, wenn hier einer gar keinen Zucker isst und nur gesunde Sachen, dann bist du das Hoppel. Wie willst du denn Zahnschmerzen durch Zucker haben? Ich habe zu viele Zuckerrüben gegessen. Was? Mensch, Hoppel, warum machst du denn so etwas? Ja, ich hatte halt Hunger auf Rüben. Und andere Rüben außer Zuckerrüben gibt's hier ja nicht. Ja, toll, Hoppel. Und was machen wir jetzt? Ich habe keine Lust, auch noch die ganze Nacht heute deine Zahnschmerzen hören zu müssen. Zumindest die Schreie, die du dann deswegen von dir gibst. Und was machen wir jetzt? Ja, da ist guter Rat teuer. Allerdings, du kannst ja nicht mal eben hier zum nächsten Zahnarzt hingehen. Das glaube ich auch nicht. Auch wenn wir noch nicht so lange auf dieser Insel sind. Aber ein Zahnarzt hier? Nee. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber irgendwas muss uns einfallen. So kann das nicht mehr weitergehen. Na nun, wer schreit denn da so? Das hört sich ja schrecklich an. Da muss ich doch gleich mal nachsehen. Oh, schau mal, Hoppel. Da kommt Nepti. Vielleicht hat der ja eine Idee. Mahlzeit. Na, wer wird denn hier abgestochen? Das hörte sich ja eben schrecklich an. Wer war denn das? Und was war denn los? Hoppel hat Zahnschmerzen. Was? Hoppel, du hast Zahnschmerzen? Ja,
wir wissen nicht, was wir jetzt machen sollen. Hier gibt es ja keine Zahnärzte oder so etwas. Nun, das stimmt nicht ganz. Ich habe mich ja auf der Insel ein bisschen kundig machen können und habe erfahren, dass einmal im Jahr, und zufällig ist dieser Tag heute, nun, dass einmal im Jahr ein Arzt hier auf die Insel kommt und dem Tier, dem es am schlimmsten oder am schlechtesten geht, hilft. Nun, eigentlich ist es kein richtiger Arzt, sondern eher ein Gespenst mit Namen Nono. Aber das ist ja egal. Hauptsache, dem Tier wird geholfen. Gut, jetzt ist Hoppel kein richtiges Tier, so wie andere Tiere, sondern eher ein Fabeltier. Aber das ist ja egal. Und Hoppel, was meinst du? Wenn du willst, kann ich dich dahin bringen, zu der Stelle. Das ist kein Problem. Es ist auch nicht sehr weit von hier. Oh ja, das wäre eine tolle Idee. Mensch, da hat das Schicksal mal wieder gut mit mir gemeint. Also, Ottilie, pass hier auf die Bude auf. Ich und Nepti, wir gehen zu diesem Onkel Doktor oder Gespenst oder Doktor Gespenst oder wie auch immer. Ach, na gut, aber pass bitte auf dich auf, ja, Hoppel? Nicht, dass dir etwas passiert. Ach Quatsch, mir passiert schon nichts. Ich bin ja schließlich der Osterhase. Ja, deswegen ja. Na dann, Glück auf, Glück ab. Ach, das wird schon gut gehen. Na dann, auf geht's, Hoppel. Je eher wir da sind, umso besser. Da muss ich dir ausnahmsweise mal recht geben. Also dann, tschüss, Ottilie. Tschüss, Hoppel. Hoffentlich geht wirklich alles gut. Aber ich genieße mir jetzt erstmal wieder die Sonne. Die scheint nämlich noch so schön. So, jetzt ist es nicht mehr weit. Huch, Nanu? Was ist denn hier passiert? Meine Güte, welcher Vogel muss denn hier dran glauben? Hey, Schlange, hast du etwas damit zu tun? Entschuldigung, aber ich muss ja auch schließlich von etwas leben. Mann. Hoffentlich hat der Vogel nicht allzu lange leiden müssen. Aber du sag mal, du kennst dich hier auf der Insel ja besser aus. Das ist richtig. Nun, genau zugenommen kenne ich mich am besten aus. Ihr wollt bestimmt, wie alle Tiere auch, zum Onkel Doktor, nicht wahr? Na dann kommt mal mit. Die Schlange, die weiß wirklich viel. Na dann schnell hinterher, bevor sie abhaut. Los, alle Mann ran, der Doktor kommt gleich, Mann, oh Mann, alle Mann ran. Ja, danke, Doktor, komm, tja, oh, welches Tier wird es denn heute sein? Vielleicht ich, obwohl, nee, ich hab ja nichts. So, alle Mann ran, tuck, tuck, tuck. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann. Welches Tier ist heute dran? Der Onkel Doktor kommt heran. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber Nanu, wer kommt denn da? Seid gegrüßt. Keine Angst, ich bin nicht das kranke Tier. Der Osterhase Hoppel ist es. Hallo. Ich bin Hoppel und das ist mein Freund Nepti, der Wassermann. Ich habe starke Zahnschmerzen und bräuchte unbedingt einen Doktor. Dürfte ich vielleicht als krankes Tier genommen werden oder hätte einer was dagegen?
Es sind nämlich sehr, sehr starke Zahnschmerzen, müsst ihr wissen. Und ich kann kaum noch ein Auge zumachen. Ich wäre euch wirklich sehr zu Dank verpflichtet. Denn der Arzt, der nimmt ja immer nur ein einziges Tier dran. Und ja, das ist das Problem. Ja, wenn das wirklich so ist, dann gut. Dann bist du dieses Jahr das kranke Tier. Gut. Ja, ich denke mal, alle sind damit einverstanden. Dann darfst du jetzt da nach drüben gehen. Oh, das ist aber nett von euch. Vielen lieben Dank. Ihr habt was gut bei mir. Ja, einen ganzen Haufen bunt bemalte Eier zum Osterfest. Ja, versprochen. Dankeschön. Also, der Hahn hat gesagt, hier drüben. Hier ist aber nichts. Guten Tag. Bin ich etwa nichts? Ich glaube nicht. Mein Name ist Nono und ich bin ein Burggespenst. Und für euch hier auf der Insel, der Onkel Doktor. Oh, guten Tag, guten Tag. Mein Name ist Hoppel. Ich bin der Osterhase und ich habe ein Problem. Ich habe ziemlich starke Zahnschmerzen. Kannst du mir etwa helfen, lieber Nono? Es ist wirklich sehr, sehr dringend. Bitte, bitte, helf mir. Ich nehme auch Medikamente. Wer muss denn gleich Medikamente nehmen? Pfui. Aber, nun, bei dir ist das etwas schwieriger als bei anderen Tieren. Du bist nämlich ein ganz besonderes Tier. Du bist der Osterhase persönlich. Da ist das nicht so einfach. Aber ich bin ja nicht umsonst ein Gespenst mit Doktortitel. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, wie man mir helfen kann? Ja. Und die wäre? Auf der anderen Seite der Insel, da ist ein weißes Tier mit rotem Schnabel. Und das bewacht das Zahnkraut. Das Tier könnte dir helfen. Aber es ist nicht so leicht zu finden. Wenn du um den See herumlaufen wollen würdest, würde es 2,5 Tage dauern. Du solltest dir also ein Boot oder etwas Ähnliches nehmen und über das Wasser auf die andere Seite kommen. Das ginge am einfachsten. Na dann, erstmal vielen lieben Dank. Keine Ursache. Na dann, alles Gute, mein Freund. Ich bin dann mal wieder weg. Aha, das Zahnkraut also. Und ein großer weißer Vogel mit rotem langen Schnabel. Na dann will ich mal wieder zurück zu Ottilie.